RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Ach Werner, halt doch mal die Klappe. Hey du Typ, kannst echt froh sein, dass ich dir hier bei dem Umzug helfe. Außerdem, was hast denn du hier für alte Klumpen stehen? Die Pfeifen kommen mir ja arg bekannt vor. Stimmt, wer zu viel pfeift, hat Luft im Kopf. Da hast du absolut ins Recht. Aber ich glaube nicht, dass das Paul McCartney ist. Na ihr Pfeifenköppe, was treibt euch denn hierher? Und wer pfeift denn hier rum? Warte mal, ich glaube, das ist Mülleimer-Tommy. Von nebenan, aus Mülleimer 1. Ach Quatsch, du Nuss. Du hast eben gepfiffen. Und was treibt dich eigentlich hier direkt in den Werners Wohnung? Och, ich lauf immer hier durch. So kommst du am schnellsten zu K&M. Und ja, und auch stiefel ich immer hier durch, ne? Ich mein, ist ja nicht abgeschlossen, ne? Das ist echt gut, dass Werner nun umzieht, ey. In den Anzersviertel. Ich denke, seine neue Bude wird um einiges besser sein als das hier. Jo, denke ich auch. Aber, was machst du denn hier? Hilfst du Werner beim Umzug? Wenn ja, dann mach ich auch mit. Also wenn du schon willst, packst du hier mal mit an beim Sofa, ey. Das Ding ist auch schwer, das krieg ich nicht alleine hoch. Genau, da bin ich bei. 1, 2, 3, anheben! Boah, alter Schwede. Mann, Werner, welche Leiche hast du denn in dem Sofa eingenäht? Ach komm, das Sofa ist niemals neu, Alter, ey. Das ist eins vom Ersten Weltkrieg. Das Ding hat schon Sammlerwerk. Boah, ist das Ding schwer. Ich bin echt froh, wenn wir das Ding im Auto haben. 20 Minuten später. Boah, Mensch, das ging ja sau schnell, hey, siehste. Wenn einer mit anpackt, geht das schneller. Na, du bist eine Tröte, Alter, hey. Du hast doch nur beim Sofa mit angepackt. Der Rest war doch schon im Umzugsauto drin. Na und Alter, ich habe geistig unterstützt, mental sozusagen. Und dann auch schon bei der deutschen Nationalmannschaft, ja, ja. So, genug gelabert, Alter, spring rein, auf geht's. 20 Minuten später. So, nun noch links abbiegen und laut Karte sollten wir nun da sein. Also, entweder Werner wohnt direkt am Fluss oder da drüben in der Mülltonne. Ansonsten kann ich absolut nichts Bewohnbares hier erkennen. Was? Das ist doch nicht dein Ernst, Werner. Was soll denn das sein? Eine Sommerresidenz soll das sein? Direkt unter der Brücke? Alter, Werner, du willst uns doch nur verarschen. Nee, du Mord. Ich glaub nicht. Ich glaub, der Werner meint das echt ernst. Irgendwie können wir das doch nicht zulassen. Das stimmt. Das geht ja mal absolut nicht. Das kann nicht sein, dass Werner sich nicht mal in Berlin-Kreuzberg eine anständige Wohnung leisten kann. Naja, das beste Beispiel bin ja ich. Ich mein, hey, würde ich mir nicht das Essen aus dem Container holen, dann wäre meine kleine Hütte auch nicht drin. Aber das ist ja auch nur egal. Was machen wir mit Werner? Hier direkt neben dem Strich unter der Brücke. Da können wir den noch nicht lassen. Das überlegen wir uns auf dem Weg Richtung Schenke. Und eventuell fällt uns beiden ja noch mal dahin. Und in Werner seine Möbel? Was machen wir denn mit denen? Ich meine, hier Ablan geht ja auch nicht. Mensch, Lenny, du bist echt genial. Was für ein klasse Einfall, ey. Wir lassen Werner einfach im Umzugswagen wohnen, hey. Da hat er seine Möbel eh schon und ein Dach über dem Kopf. So eine Art modernes Campingmobil. Und du meinst, Günther, der den Umzugswagen geliehen hat, der macht da keinen Stress? Ich meine, der muss ja täglich was dafür abdrücken, ne? Wir sagen ihm einfach, dass wir die Bude wieder abgegeben haben. Und zack, ziehen die immer monatlich was von Günthers sein Konto ab, weil er die Bude ja nicht abgegeben hat. Außerdem kann ja Geldkrachen auch mal was machen für Werner. Genau. So, nun aber hier noch gelabert. Lass uns in die Schenke. Genau so ist es, mein Messer. So wird ein Schuh draus. Aber Moat, ja, genau. Genau so ist es. Genau so ist es. Berlin. Du bist so wunderbar.